Maritime Infrastrukturen sind eine Lebensader des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Es ist so, dass die Häfen, die wir in Deutschland haben, Umschlagplätze sind für Güter aus aller Welt, ohne die unser tägliches Leben nicht funktionieren würde. Importe und Exporte werden zu 90% über Häfen und Seewege abgewickelt. Diese Knotenpunkte versorgen die Menschen mit Waren. Aber auch die Energiegewinnung aus Offshore-Windparks nimmt zu. Ziel ist es, Gefahren für diese Infrastrukturen erkennen und abwehren zu können. Die Frage ist ja, wie können wir da Sicherheit erreichen mit möglichst handhabbaren Mitteln? Deshalb entwickelt das DLR das intelligente Sicherheitsnetzwerk Marlin. Auf einem Hafengelände demonstriert das DLR heute sein intelligentes Netzwerk. Simulierte Eindringlinge nähern sich aus allen Richtungen. Da kommen Drohnen angeflogen, da kommen Demonstranten anmarschiert, da kommt ein Boot an. Überall auf dem Hafengelände hat das DLR spezielle Kameras installiert, um den Hafen zu schützen. Die Sensoren liefern ihre Daten an das intelligente Netzwerk Marlin. Wir haben verschiedene Arten von Sensoren, die uns verschiedene Informationen bringen, um dann die Lage besser bewerten zu können. The largest challenge from this demonstration and this project as a whole is really having this all working together and also very reliably. And I think that this is something which hopefully the team today will prove that they've done in an excellent manner, and we'll see good results. Die erste Gefahr nähert sich aus der Luft. We have an attacking drone, which enters the perimeter from a seaside position. Marlin muss den Eindringling selbstständig entdecken. Eines der Multikamerasysteme entdeckt die Drohne als erstes. Marlin erfasst die Drohne mittels künstlicher Intelligenz. Zeitgleich verknüpft es alle Kamera- und Sensorinformationen zu einem Lagebild. Das Lagebild ist eigentlich ein Mittel, um das Situationsbewusstsein des Operators, des Anwenders zu verbessern. Das heißt, wir wollen den eigentlich immer optimal informieren. Here we have a drone on the motor. Die Drohne wird detektiert und verlässt das Gelände. Aber es folgt eine weitere Störung. We have a group of protesters which enter the perimeter in an aggressive manner. Rauch blockiert die Sicht der normalen Überwachungskameras. Doch Marlin nutzt zusätzlich Roboter als bewegliche Sensorplattform. Wir nennen ihn immer den Hund, oder wir haben ihn Idefix umgetaucht. Und dieser kleine gelbe Roboter trägt normalerweise eine Thermalkamera. Thermal- oder Wärmebildkameras helfen Marlin, durch Rauch hindurchzusehen und die Temperatur zu bestimmen. Auf diese Weise kann der Benutzer das aktuelle Risiko bewerten. Wir brauchen keine Feuerwehr, die zünden gerade nichts an, sondern wir brauchen vor allem jemanden, der diese Lage mal so unter Kontrolle bringt. Die letzte Gefahr nähert sich vom Wasser. The main threat is that boat enters from the seaside in order to provide some damage. Eine Drohnenkamera entdeckt das Boot und meldet es an Marlin. Auch das Boot wird zuverlässig vom System erfasst und entfernt sich. Es ist so, dass das angreifende Boot Ladungen ins Wasser schmeißt von unbekannter Herkunft. Über Wasser können wir ja noch mit der Drohne hinterher und detektieren und schauen, was ist eigentlich los. Aber unter Wasser steigen wir dann unten auf Sonarsysteme. Wir nutzen hier bei dem Szenario ein autonomes U-Boot. Fremdkörper am Meeresboden oder im Hafenbecken würden wir mit dem Sidescan-Sonar untersuchen. Alles, was auf dem Meeresboden liegt und einen Schatten werfen kann, also in dem Fall einen Sonarschatten, das sehe ich damit wirklich sehr gut. So findet Marlin auch Unterwasserobjekte, die dort eine potenzielle Gefahr darstellen. This is really like a success. Really. Great stuff. Und der Moment, als das alles funktioniert hat, so wie wir uns das gedacht hatten, das war schon so ein Moment, wo einem so ein bisschen dann so ein Stein vom Herzen fällt. Gell? Ich denke, dass das System, was wir hier vorgestellt haben, in der Form noch nicht demonstriert wurde. I think the most unique thing is really the combination of everything. Das sehe ich bei keinem sonst. Und ich denke, da sind wir hier gut aufgestellt und ganz weit vorne.